ihr wollt wissen, wie ihr die Polizeiwache richtig lootet, wie ihr sie findet, dann würde ich sagen, bleibt einfach dran. Ich zeige euch, wie ihr die Polizeiwache findet und richtig lootet, plus den geheimen Spot. Bleibt einfach dran, um nichts zu verpassen. Bis gleich. Befindet euch hier. Kommt entweder von dieser Kreuzung, kommt von da hinten und seid hierauf abgebogen oder befindet euch halt insgesamt einfach an diesem Eingang von Highward Valley. Dann zeige ich euch jetzt als erstes einmal den Weg, wie ihr quasi schnell zur Polizeiwache kommt und dann, wie ihr sie richtig lootet. Ihr fahrt an der Kreuzung hier erstmal direkt schön ab zur linken Seite. Von hier aus fahrt ihr einfach weiter. Hier habt ihr dann, seht ihr, dass ihr hier diese Reparaturwerkstatt habt. Um die fahrt ihr einfach herum. Fahrt hier hinten rechts, wo es eh nicht weitergeht. Und kommt dann hier an den Bussen raus. Und seht hier jetzt schon relativ großes Gebiet. Und hier seid ihr auch schon. Da vorne links ist nämlich die Polizeiwache. Dann fahrt ihr einfach nur noch hier hin. Und könnt von hier hinten auf dem Parkplatz von der Polizeiwache und seid auch schon da. Das ist eigentlich der schnellste und einfachste Weg, um an die Polizeiwache zu kommen. Dann könnt ihr einfach euer Auto irgendwo hinstellen, seid vorsichtig. Hier hinten auf dem Parkplatz sind ganz gerne mal eine Spinne und auch schon andere Mutanten. Also hier solltet ihr wirklich aufpassen. Und fangen wir einfach auch direkt hier draußen an. Ach, er rennt direkt bis zum Auto durch. Ja, moin. Oh, daneben gehauen, komm. So. Und zwar fangt ihr einfach hier, könnt ihr die Autos quasi einmal alle looten. Ihr seid dann hier, habt hier was. Ihr könnt hier einmal durchlooten. Hier habt ihr zum Beispiel eine Hose, die benutze ich jetzt einmal, um was zu reparieren. Meine Hose, zack. Dann könnt ihr hier hinten den ersten Tower und das Auto durchsuchen, wo ganz gerne mal Sachen liegen. Und hier zum Beispiel seht ihr schon. Und die Autos lohnen sich aber nicht. Ihr kommt einmal von der Seite hier hinten aufs Dach und ihr kommt auch von innen aufs Dach. Das ist auch vielleicht schon mal ein kleiner Tipp noch nebenbei. Und hier vorne habt ihr auch noch mal einen Tower. Oh, da ist auch noch ein Gegner. Nicht so schlimm. Hier guckt ihr genauso hier oben. Hier oben. Und hier vorne im Häuschen. Ja, komm her. Ich gebe dir kurz drei Stück. Hast du was Leckeres dabei? Nein, leider nicht. Und hier vorne guckt ihr einfach noch mal in diesem kleinen Fahrzeughäuschen hier oder hier, ob hier was liegt. Wenn nicht, könnt ihr reingehen. Jetzt kommt eigentlich auch schon der wichtigste Punkt überhaupt, wenn ihr in der Polizeiwache seid. Wenn ihr hier durch den Hintereingang kommt, rennt erstmal durch. Ich erkläre euch gleich, wieso. Der wichtigste Punkt überhaupt ist, wenn ihr hier durchrennt, hier rechts abbiegt und hier zwischen ist noch eine Tür, die heißt Armory. Und in dem Raum habt ihr quasi die Waffenkammer. Könnt ihr vor hier schon mal gucken, in den Schubladen liegt ganz gerne mal was. Oder halt hier hinten im ja, Waffenraum, da findet ihr eigentlich die meiste Munition, das meiste Equipment. Hier liegt auch ganz gerne mal ein bisschen besseres Equipment rum als jetzt gerade. Hier findet man auch ganz gerne mal ein Sturmgewehr oder. Und dann gehen wir wieder zurück. Wenn ihr quasi jetzt die ganze Polizeiwache lootet, kann man eigentlich relativ gut und einfach anfangen. Wir fangen jetzt mit dem Hintereingang an. Dann kommt ihr hier rein und durchsucht einmal alle Schränke. Da oben ist zum Beispiel ein mittlerer Rucksack. Guckt hier einmal alle durch. Ihr könnt auch immer noch mal Search locker machen. In dem Fall gehe ich jetzt aber einfach einmal alle schnell durch. Hier ist zum Beispiel noch ein Magazin. Dann kommt ihr auch irgendwann hier an dem Punkt, wo ihr alle Räume habt. Hier geht es nach oben, ansonsten geht es nicht weiter. Und ihr steht im Hauptraum. Im Hauptraum guckt ihr einmal hier hinter der Theke. Hinter der Theke ist nichts. Geht hier rein, guckt auf dem Schreibtisch, guckt auf dem Schreibtisch und guckt hier auch wieder einmal in die Schubladen. Dann könnt ihr hier drüber hüpfen, geht direkt ins nächste Gebäude, auch einmal wieder auf die Schreibtische gucken und da auf, ja, immer eigentlich nur in die Schubladen. Hier ist nichts. Wie gesagt, hier ist der Armory-Raum. Dann geht ihr hier erstmal entlang. Guckt hier liegt nichts. Guckt da oben oder hier auf den Schreibtischen, da liegt ganz gerne mal was. Liegt jetzt aber in dem Fall auch nicht. Dann kommt ihr in dem Raum, hier liegt ganz gerne mal was. Hier liegt jetzt gerade auch eine Hatchet. Dann habt ihr hier auf den Schreibtischen wieder überall Sachen liegen, wie Handschuhe und anderes Zeugs. Dann hier auf dem liegt ganz gerne mal hier Schrotflinte mit einer Waffe. Und dann habt ihr hier nur noch den Aufenthaltsraum. Hier liegt aber eigentlich nichts. Von hier aus geht ihr einfach weiter nach hinten.
kommt an den zweiten Seiteneingang. Hier liegt ganz gerne nur Benzin oder so. Und hier drauf liegt auch ganz gerne mal eine Waffe. Dann kommt ihr zu den Räumen hier. Einmal hier kurz. Schreibtische. Genauso wie hier. Schreibtische. Schubladen. Hier liegt zum Beispiel noch Crossbow, Munition. Also hier findet ihr was. Dann seid ihr an dem Punkt. Da würde ich euch empfehlen, einmal noch den Schreibtisch hier mitzunehmen. Nichts. Hier unten liegt zum Beispiel noch Munition. Dann habt ihr hier noch den Raum, den einmal kurz mitzunehmen. Hier ist nichts und hier ist nichts. Dann kommt ihr hier auch nochmal nach oben und könnt hier aber erstmal noch um die Ecke gehen. Guckt hier in den Raum, hier ist nichts. Dann habt ihr hier wieder was, da könnt ihr gleich reingehen und hier seid ihr quasi wieder vorne. Und wenn ihr hier reingeht, zack, 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 kommt ihr auch nach vorne. So, dann habt ihr eigentlich größtenteils alles von unten gelootet, was man looten muss. Außer die Zellenräume, die ihr noch machen könnt. Aber da bin ich ehrlich, da liegt auch nicht so oft gutes Zeugs drin. Dann geht ihr einfach eine Etage höher. Und wenn ihr eine Etage höher seid, ist es eigentlich genau dasselbe wie sonst auch. Ihr geht einfach wirklich von Raum zu Raum. Und in den Räumen guckt ihr einfach auf den Tischen, wie hier überall. Hier liegen ganz gerne Sachen. Und halt immer in den Schubladen solltet ihr einmal ganz kurz reingehen. Ja, kurz reingucken. Wirklich, hier zum Beispiel liegt jetzt was. Hier liegt nichts, da oben liegt nichts. Hier liegt noch ein Hammer, auf dem Schreibtisch nichts. In den Schubladen liegt ein blaues Chemielicht. Hier liegt schon wieder eine Schrotflinte mit Munition, Schlafgranate. Einfach einmal alle Räume abgehen, von oben bis unten quasi. Da findet man eigentlich ganz gerne mal gutes Zeugs, aber auch manchmal wirklich gar nichts. Dann rennt ihr einmal komplett rum. Dann kommt ihr hier noch aufs Dach oder halt wie schon gerade gesagt hinten aufs Dach. Wenn ihr aber noch nicht alles durch seid, geht auf jeden Fall nochmal zurück. Guckt hier nochmal die Schränke durch. Hier kommt ihr wieder runter, das heißt von hier seid ihr gekommen. Und dann habt ihr hier hinten noch den letzten Raum. Das ist das große Büro. Dann habt ihr hier noch Sachen, wo ihr reingucken solltet. Hier einmal in die Schubladen und in den Schrank. Guckt einmal am besten immer erst auf die ganzen Schreibtische. Wenn ihr da nichts seht, guckt einmal kurz in die Schubladen. Wenn ihr da nichts seht, könnten hier in den Aktenschränken auch nochmal Sachen liegen. Dann habt ihr hier hinten noch den Schreibtisch, wo was liegt. Und hier das kleine Nebenbüro, wo was liegt. Da oben noch eine Small Mag Light. Kann ich nochmal eine mitnehmen zum Reparieren. Und hier nochmal einen etwas größeren Raum, wo ganz gerne mal hier auf dem Schreibtisch noch eine Waffe liegt. Oder da hinten, oder wie hier jetzt so eine gelbe Lederjacke. Das ist halt der andere Aufgang, wo es gerade quasi nicht weiterging. Und dann habt ihr hier noch den Küchenraum. Den könnt ihr quasi auch nur einmal kurz drüber gucken. Wenn hier nichts essenmäßig groß draufsteht, habt ihr hier auch nichts. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch einmal aufs Dach. Entweder halt von außen oder halt von hier drin, wie ihr es lieber wollt. Dann kommt ihr nämlich hier hoch und auf dem Dach geht ihr einfach einmal in die Zelte, guckt hier ins Zelt rein, könnt euch Rex rausnehmen oder hier und guckt am Ende, einmal liegt ganz gerne hier hinten noch eine Waffe oben auf dem Metall, da liegt jetzt aber keine, dann könnt ihr quasi hier, wenn ihr bis hier hinten rennt, hier drüber runter und kommt dann wieder unten zum Parkplatz, wo dann jetzt zum Beispiel hier noch eine Waffe liegt und was nicht alle unbedingt immer wissen, was man noch machen kann, ist der kleine geheime Spot an der Polizeiwache. Passt da aber auf jeden Fall mega auf. Das ist, wenn ihr an der Ecke hier seid, könnt ihr, ihr müsst wie gesagt aufpassen, weil ihr sonst hier echt runterfallt. Geht am besten in der Hocke, genau so, dass ihr am Rand seid und drückt dabei auch S. Dann könnt ihr nämlich hier dran vorbei mit W und S einfach nach vorne und könnt hier, wie ihr seht, noch um die Ecke rum. Und habt hier nochmal wie so einen Geheimspot, den nicht jeder kennt. Ja, zum Beispiel mit einer Crafted 5-6er und hier noch mit dem Helm und könnt von hier oben auch relativ gut überblicken und schießen. Und dann habt ihr auch die komplette Polizeiwache einmal durchgelootet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte ein Däumchen nach oben, schreibt mir in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen, würde mich über jedes Kommentar freuen und würde ansonsten sagen, bis zum nächsten Looting Guide. Schreibt mir in die Kommentare auch vielleicht mal, ob ihr noch mehr davon wollt und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht es gut, haut rein, peace.